zunächst mal eine Frage. Wer ist denn eigentlich aus Offenbach? Hand hoch. Ja. Also, es ist nicht die überwiegende Mehrheit. Es sind nur ein paar. Aber deshalb sage ich ja etwas vom Streichholz Kaltsche. Das war also ein Offenbacher Original. Geboren ist er als Karl Winterkorn im Jahre 1880. In Zeil am Main, also gar kein gebürtiger Offenbacher, aber er wurde zu einem Original. Und wie Sie vielleicht aus der Presse entnehmen konnten, wurden vor einigen Tagen in Offenbach wurde eine wunderbare Statue enthüllt, die ihn zeigt. Sie haben nicht viel Gips gebraucht, weil der Kerl war ja nur 1,30 Meter groß. Er legte Wert darauf, als Holzhändler angesprochen zu werden. Aber schließlich hat er ja nur Streichhölzer verkauft, aber das war es dann wohl auch. Ich meine, mit Streichhölzer und Holzhändler konnte man sich damals identifizieren. Er war ein liebenswerter Mensch gewesen. Er ist in Offenbach in den Lokalen ein- und ausgegangen, hat seine Streichhölzer verkauft, ist mit der Lokalbahn nach Frankfurt gefahren und war in Sachsenhausen ein ganz großer Bekannter aus Offenbach. Sogar als Schauspieler war er mal aktiv in einem Stück vom Frankfurter Mundartdichter Stolze. In dem Stück Alt-Frankfurt durfte er mitspielen. Und Karl Winterkorn, es gibt noch viel zu erzählen, starb am 12. Februar 1939. Sein Grab wird heute noch in Offenbach am alten Friedhof von unbekannten Menschen liebevoll gepflegt. Das war die kleine Geschichte vom Karl Winterkorn. Danke. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich die liebenswerte Aufgabe, Ihnen einen Kollegen anzukündigen, der vom klassischen Klavier kam, der über seine Gitarre Rockmusik und viele Jahre auch Countrymusik gemacht hat. Er komponiert und textet und wagt sich nun heute zum ersten Male in die Faschingsmusik. Rock'n'Roll steckt ihm natürlich noch in seinen Gebeinen. Aber er hat eine neue Musikform kreiert. Nicht den Kuschelrock, den Sie alle kennen, sondern den Tuschrock. Er hat es mir versucht vorhin zu erklären. Ich weiß es nicht so ganz, ob ich es wiedergeben kann. Also das wären Faschingslieder gemixt mit Rock'n'Roll. Na gut, es gibt ja alles, ne? Und nun für Sie singt er es Kaltsche, ganz neutral für alle Hessen. Übrigens seine Playbacks, die er jetzt vorstellt, hat er selbst eingespielt im Studio. Jedes Instrument stammt von ihm. Er singt heute Abend live. Begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus meinen lieben Kollegen Gerd Spielmann.